Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Das heutige Thema ist die Kolping-Familie. Ich habe mir hier ein paar Gäste eingeladen, die etwas zu Adolf Kolping sagen können. Zum einen den Herrn Assmann, dann den Herrn Bühler, die Frau Schnitzer und den Herrn Mertes. Ja, fangen wir an mit Ihnen, Herr Assmann. Können Sie etwas zu Adolf Kolping sagen? Wer war er und was hat er bewirkt? Ja, also Adolf Kolping ist vor etwa 200 Jahren oder genau vor 200 Jahren geboren. Er hat eine Handwerkslehre als Schuster absolviert und hat sich dann weitergebildet als Pfarrer, ist dann auch in diesen Stand eingetreten und hat dann den Gesellenverein gegründet. Der Gesellenverein ist in der Richtung tätig. Er hat also früher den Gesellen ein Zuhause gegeben, Weiterbildung gegeben, hat sich um diese gekümmert. Diese sind ja früher über Land gezogen, sodass sie also kein richtiges Zuhause hatten. Das ist eigentlich der Ursprung von Adolf Kolping, die Weiterbildung und die Betreuung vom Handwerksgesellen. Mhm. Und über dieses Projekt hat er dann später gesplittet. Also es gibt hier, Sie haben ja hier eine interessante Broschüre, die kann man auch mal kurz zeigen. Wenn man sich die ansieht, sieht man, es gibt verschiedene Themenbereiche. Zum Beispiel einmal den Bereich Familie, dann den Bereich Arbeitswelt, dann haben wir den Bereich Eine Welt und Glaube. Und wir haben hier unsere Gäste, die haben sich ja jeweils einem Themengebiet dann zugewendet und schwerpunktmäßig sind sie dort aktiv. Zum Beispiel der Herr Bühler, Sie sind im Bereich Glaube. Können Sie denn etwas dazu sagen, was jetzt Ihre Aufgabe ist oder wie der Zusammenhang zu Herrn Kolping gekommen ist? Ja, also Kolping hat ja eines der Zitate von ihm, das immer wieder auch in den Mittelpunkt gestellt wird, ist, dass er gesagt hat, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Und das betrifft eigentlich alle genannten Bereiche, aber speziell auch den Bereich Glaube in unserer heutigen Zeit, Glaube in unserer heutigen Kirche mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Und das ist eine Aufgabe, die sich die Kolpingsfamilien immer wieder stellen. Wie stehen wir als Gemeinschaft, auch als Glaubensgemeinschaft in der Kirche, in einer Kirche, die heute in Umbrüchen sich befindet und immer wieder neu sich die Frage stellen muss, was müssen wir heute tun, um diesen Glauben weiterzutragen? Und das war damals bei Kolping die Sache, dass er, wie Herr Assmann schon gesagt hat, sich um diese wandernden Gesellen kümmerte, die aus ihren Gemeinschaften der Familie, der Gemeinde herausgerissen waren. Und dann er hat ihnen dann eine neue Heimat geboten, wo sie auch ihrem Glauben treu bleiben konnten. Das war jetzt natürlich jetzt das Thema Glaube, vielleicht allgemein, weil jetzt der Begriff gefallen, Kolping-Familie. Wie muss man sich das vorstellen? Kolping-Familie, weil es ist ja ein Hilfswerk, was Adolf Kolping ins Leben gerufen hat. Aber Kolping-Familie bedeutet ja, dass überall auf der Welt es einzelne Gruppen gibt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist Kolpings Familie? Also Kolpings Familie fängt zunächst mal in der Stadt an, in der eigenen Kolpings Familie. Das ist das Wichtigste und das ist das, was einen auch ganz besonders zusammenhält. Natürlich ist das bei weitem nicht alles, sondern das komplette soziale Engagement geht doch sehr, sehr viel weiter, im eigenen Land natürlich und dann weltweit. Wir haben also immer wieder Aktionen, die dann für Bedürftige in der dritten Welt vor allen Dingen dann bei Objekten Unterstützung leistet, sodass wir da auch sehr weit hin engagiert sind. Also Kolping Familie ist also dann die gesamte Gruppe, also nicht die jeweils in jedem Ort ansässige Gruppe, sondern ihr bezeichnet euch alle als eine Kolping Familie. Von der Organisationsstruktur her sind wir Kolping Familie Wittlich. Okay, ja. So ist es von der Struktur her. Aber wir bezeichnen uns natürlich als gesamt als Kolping-Familie. Mhm. Ja, kommen wir zu dem nächsten Bereich. Das ist ja der Bereich Eine Welt. Herr Mertes, vielleicht Sie ganz kurz.
Ja, wir sind also heute in über 60 Ländern der Erde vertreten, mit ca. 400.000 Mitgliedern. Die Kolpingsfamilien befinden sich also in schwerpunktmäßig in Südamerika, in Afrika, Asien und dann Europa hier. Hinzugekommen ist in Europa hier diese ehemaligen Ostländer, wo also eine sehr große Aktivität mittlerweile stattfindet. Ich selbst habe also, wie zum Beispiel Litauen, zweimal erlebt, wo ich persönlich war. Diese Menschen in den Ländern fragen ganz einfach, zeigt uns, wie man Demokratie aufbauen kann. Die fragen, könnt ihr uns schulen? Also ich war bei diesem Besuch in Litauen sehr positiv beeindruckt von diesen jungen Menschen. Welche Forderungen? Die haben nicht gesagt, gibt uns Geld. Die haben gesagt, zeigt uns, wie wir es machen können da. Das Gleiche haben wir also dann auch in Südamerika. Das heißt, der Diözesanverband Trier hat eine Partnerschaft in Bolivien. Und zu meiner Zeit als Diözesanvorsitzender haben wir, also ich gemeinsam mit dem Schweizer Geschäftsführer des Kolpingwerkes Bernhard Burger, haben wir also festgestellt, nur Geld geben bringt nichts, das wird bei denen irgendwie verausgabt, da stehen die wieder vor Null da. Damals haben wir gesagt, wir wollen Objekte von euch vorgestellt bekommen, die ihr durchführt. Und da muss ich sagen, ne, sowohl auf Diözesanebene, die bekommen dann einen kleinen Katalog, der jetzt wieder für 2012 und 2013 vorliegt. Da suchen unsere Leute dann ganz gezielt hier in Wittlich ein Projekt aus. Und dieses Projekt wird gefördert und wir bekommen da von diesen Bolivianern dann nachher per Bild die Benachrichtigung, so läuft das Projekt jetzt, das haben wir also geschafft damit. Und hier geht es darum, diese Menschen selbst zu fordern, dass sie für die Zukunft gewappnet sind. Ne? Wie ich vorhin sagte, das Geld war weg und die haben wieder vor Null gestanden. So tun wir erreichen. Ich kann mich an einige Projekte, die Wittlicher Frauen, die haben also im Jahr einmal eine große Aktion, das ist der Plätzchenverkauf, am Samstag vor dem ersten Adventssonntag. Vorher habe ich ja mal recherchiert, die haben bis jetzt etwa 1,8 Tonnen Plätzchen gebacken. Und diese Erträge, die dann weit über 1000 Euro liegen, gehen für das Projekt, was ausgesucht wurde. Wir haben also in den letzten Jahren gefördert drüben eine Einrichtung, wo junge Mädchen das Nähen lernen. Das heißt, wir haben denen Nähmaschinen gekauft, damit sie auch Geld mit diesen Textilien machen können. Wir haben eine Obstsafterei eingerichtet. Das heißt also, ihre Obstprodukte, ne, wo sie können dann Obst auspressen und bringen das in den Verkauf rein. Im letzten Jahr haben wir also eine Förderung gemacht für ein Mutter-Kind-Heim, wo die Männer Kinder und Frauen allein lassen, dass das ebenfalls mit diesen Geldern gefördert wird, wo die Leute, die Mütter und die Kinder dann eine Unterkunft finden. Also das sind Projekte, die wir heute vorgestellt bekommen, die wir dann finanzieren. Und ich muss sagen, das ist eine wesentlich bessere Sache, wie das in früheren Jahren gelaufen ist, wo es nur ums Geld ging. Ja. Also Hilfe zur Selbsthilfe. So ist es. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ich wollte den Aspekt dieser internationalen Zusammenarbeit noch ein bisschen ergänzen. Ja. Wo auch deutlich wird, dass diese internationale Gemeinschaft auch eine Glaubensgemeinschaft ist. Denn es gibt zum Beispiel jedes Jahr im Oktober einen Weltgebetstag, wo alle Kolpingsfamilien am gleichen Tag oder in der Nähe dieses Tages, es ist der 27. Oktober, glaube ich, oder 28. 27. Wo alle Kolpingsfamilien sich mit gemeinsamen Gebeten im Grunde ideell verbinden. Und wir haben also zum Beispiel hier im Bezirk Mittelmosel 8 Kolpingsfamilien, die sich dann treffen und dann diesen Weltgebetstag begehen, der jedes Jahr von einer anderen, von Kolpingsfamilien in einem anderen Land gestaltet wird und Texte vorgegeben werden, die dann weltweit eine Gemeinschaft deutlich machen. Interessanter Aspekt. Ja. Aber kommen wir vielleicht noch kurz was dazu sagen, wenn der Glaube angesprochen ist. Wir haben also den Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes, ein Trierer Priester, gebürtig aus Bad Berthisch hier nicht allzu weit weg.
Da muss ich sagen, sind wir sehr stolz drauf, dass wir also ihn auf dem Weg stellvertretender Bundespräses. Bundespräses wurde 2011 in Rom vom Generalrat dann zum Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes gewählt. Ich selbst habe 8 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, ein hervorragender Mann, der also für Kolping, wie man sagt, durchs Feuer geht. Dann sagen Sie auch noch, wie er heißt. Ottmar Dillenburg. Ah, gut. So, dann insofern. Ja, last but not least, die Dame. Eigentlich schon charmanterweise, dass Sie jetzt die letzte Gesprächspartnerin sind. Eigentlich hätten wir Sie müssen als erstes dran holen. Sie bitten, das zu entschuldigen. Ich ertrage ja, die Frau Schnitzer. Ja. Frau Schnitzer, Sie haben gesagt, ich arbeite bei der Kolping-Familie mit. Ich widme mich jetzt dem Bereich Familie. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen was Familie, zu Ihrer Aufgabe. Ja, also ich möchte kurz die Aktivitäten auch ansprechen. Mhm. Aber das, was der Herr Assmann gesagt hat zur Familie, Adolf Kolping sagte ja, Familie ist die tragende Säule der Gesellschaft. Ne? Ja. So sollte man es auch sehen. Was unsere Aktivitäten in der Kolpings Familie Wittlich betrifft, so sind wir doch ziemlich vielschichtig. Ich selbst betreue die Seniorengruppe, mhm, die einmal im Monat zusammenkommt, mhm, mit, ja, schönes, eine schöne Kaffeerunde, ja, wir erzählen, wir spielen, wir tragen Gedichte vor oder singen, also eine ziemlich illustre Gesellschaft, ja, sage ich mal, hm, wird auch sehr gut angenommen. Dann, was weiter sehr, ich sag mal, attraktiv ist, unsere Familienfeste, wie zum Beispiel bei Herrn Mertes auf der Wiese. Ja. Wird sehr gut angenommen. Eine große Wiese, Herr Mertes, ja? Ja. Okay. Und, okay. Ja. Und Platz genug. Und da spürt man auch wirklich die Gemeinschaft. Die, also man, ja, spürt es einfach, mhm, ja. Dann haben wir den Wandertag, mhm, einmal im Jahr, der auch sehr gut angenommen wird. Ne? Mhm. Jedes Jahr ein anderes Ziel. Mhm. Und auch die Radtouren, die wir organisieren, die, mhm, auch sehr gut, ja, angenommen werden. Und ja, wir sind eigentlich rundum zufrieden, was diese Sache betrifft, ja, ja. Mhm. Und wie ist das, wie viele Jahre machen Sie schon? In der Seniorenarbeit bin ich etwa 4 Jahre. Vier Jahre. Und, mhm, wächst das dann auch? Kommen immer neue Familien dabei? Ja, Familien, ich sag mal, wir laden ein. Es dürfen zu uns auch Leute kommen, die nicht in der Kolpingsfamilie sind. Mhm. Es wird schon angenommen. Also. Ja. Ja. Und veröffentlicht das über die Presse, über die Medien? Über die Presse, ja, ja. Mhm. Ist immer im Wochenblatt. Aber dann muss es auch ein Organisationsteam geben, ne? Weil sowas ist ja... Ja, es gibt welche, zum Beispiel die Frau Bertges, die ja, ja, auch jahrelang da drin war, ne, in diesem, ja, Bereich, hilft. Mhm. Ne, und dann, ich organisiere dann. Das toll. Ne. Das nächste Projekt, was steht an? Da kommt die Adventsfeier, mhm, und da machen wir uns noch Gedanken. Vielen Dank, Frau Schnitzer. Kommen wir noch mal zurück zu Herrn Assmann. Herr Assmann, Sie haben eben etwas gesagt über Adolf Kolping, wie alles anfing, was die Grundphilosophie ist. Aber Sie sind oder haben sich dem Bereich Arbeitswelt zugewandt und sind hier aktiv. Vielleicht könnten Sie in Ihrem Bereich etwas erzählen. Ja, also wir sind schon seit sehr vielen Jahren, bei der Handwerkskammer in der Selbstverwaltung tätig. Bin da schon seit sehr vielen Jahren im Vorstand, hat das Ganze halt angefangen mit der Vollversammlung, im Vorstand, in verschiedenen Ausschüssen. Der Herr Mertes ist auch in der Selbstverwaltung tätig. Früher war ich auch in der Sozial-Selbstverwaltung tätig, bei der Krankenkasse. Das ist nicht mehr der Fall. Wir stellen oder unsere Mitglieder stellen ehrenamtliche Richter in den Sozial- und Arbeitsgerichten. Wir bilden ca. 65.000 Menschen hier in Deutschland jedes Jahr weiter. Das ist eine enorme Zahl. Ja, allerdings. Ja. Also das ist so das Haupt, wo wir in der Arbeitswelt tätig sind, also ganz aktuell. Und man kann auch sagen, gerade für junge Menschen kann das sehr interessant sein,
dass es so ein bisschen auch als Sprungbrett und auch als Orientierer irgendwo wirken kann, wenn man am Anfang steht, wie läuft die ganze Arbeitswelt ab? Davon hat man relativ wenig Erfahrung da drin und weiß nicht, wie das funktioniert. Wenn man in solche Strukturen einmal reinkommt, sieht man, wie das abläuft und man kann da sehr gut mitwirken. Und das ist eine tolle Sache, konkret, zum Beispiel auch in den Berufsbildungsausschüssen, da wirken wir konkret mit bei der Ausbildung, sind in Prüfungsausschüssen tätig. Also das ist eigentlich genau das, was Adolf Kolping ausmacht, die konkrete Arbeit und für die konkreten Belange der Menschen. Und ja, es befriedigt einen, wenn man dann da sich einbringen kann und gute Ergebnisse erzielt. Ja, wie ich vorhin sagte, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Adolf Kolping. Ein wunderbares Schlusswort. Also ich muss sagen, Adolf Kolping hat wohl da richtig was losgetreten. Also in vielen Bereichen aktiv, hier umfangreich dargestellt von der Arbeitswelt, Bereich Glaube, eine sehr wichtige Sparte, die Familie, eine Welt. Also wirklich eine tolle Sache. Ja, vielen Dank an die Dame, an die Herren, dass sie sich diesem Gespräch gestellt haben. Ach ja, wir haben noch was vergessen. Herr Aßmann, Sie wollten darauf hinweisen, da ist doch noch eine Veranstaltung jetzt demnächst hier in Wittlich. Ja, richtig. Wir haben den Kolping-Gedenktag und in diesem Jahr feiern wir 200 Jahre Geburtstag von Adolf Kolping. Ja, und da sind alle recht herzlich eingeladen hier bei uns im Kolping-Haus. Wir sind ja in der glücklichen Lage, haben ein eigenes Kolping-Haus, sodass wir uns da richtig schön gemütlich machen können. Und ich denke, das ist einfach eine tolle Veranstaltung. Prima, da kommen wir hin. Ja, ihr sowieso? Ja, hoffen wir doch. Ja, bin ich eingeladen? Selbstverständlich. Ja, okay. Und das ganze Team? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich auch bei meinen Leuten hinter der Kamera und bei der Technik. Einmal beim Erwin Holl, der die Sache gefilmt hat und nachher auch schneiden wird. Bei der Ingeborg Schulze an der Kamera und der Herbert Geiter Kamera und Tonangel. Und dann bei Herrn Bischof dafür, dass er hinten die Regie und alles zusammen gemacht hat. Ja, okay, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.